Ich war zeitversetzt eingesetzt als Angehöriger der Alarmgruppe. Ich war kein Zeuge des Schusswechsels. Aber eine Stunde später waren wir draußen und das war eine sehr angespannte Situation, weil beide Seiten Waffen aufeinander gerichtet hatten und auch diese Spannung konnte man mit Händen greifen. Ja, und was vor allen Dingen für mich beeindruckend war, die Gegenseite, die Grenztruppen der DDR damals haben es abgelehnt, Ermittlungsergebnisse auszutauschen. Die anschließende Darstellung des Zwischenfalls in der ADN-Meldung, die war so erschütternd falsch, nicht? Da war von besoffenen und randalierenden BGS-Beamten die Rede, die im Südwesten, im Kreis Bad Salzungen, in provokatorischer Absicht die Staatsgrenze überschritten haben. Daran hat überhaupt nichts gestimmt. Nicht? Und man wollte sich einfach nicht die Tatsache eingestehen, dass der Hauptmann Rudi Arnstadt mit seiner Dienstpistole den ersten Schuss abgegeben hat.